Okay, hello, it's the Martian, Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden, fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. So, ich bin schon mal ein bisschen losgereist. Wir sind jetzt in der CIT-Ruine. Ich weiß gar nicht, waren wir da schon drin? Waren wir da drin, ne? Ich bin mir da gerade unsicher. Ich glaube aber, ja. Ich glaube, da waren wir drin. Ich möchte aber auch eigentlich eher zu diesem Schiffswrack. Der Riptide. Da wollen wir heute mal gucken, was da so abgeht. Wie wir da hinkommen. Ja, ja. Oh, da unten. Oh, da unten sind sogar Menschen. Atem anhalten mit Alt. Bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt böse sind oder nicht. Da gehen wir doch mal ein bisschen näher ran und finden das raus. Das mit Q. Raider Abschaum. Okay, das sind Raiders. War schon mal einer. Nummer zwei. Da habe ich auch noch einen gesehen. Ja, dann schieß doch drauf. Ich sehe es nämlich nicht. So, immer hier auf mich schießt. So, genug. Wow! Böser Hund! Aus! Ich weiß nicht, ob das alles war. Oh. Du gibst nicht auf, was? Nee, ich geb nicht auf. Der hat eine Power-Rüstung an, glaube ich. Kurze Feuerschüsse! Einen noch. Und jetzt ist er doch auch down. Wow. Ja, Preston, geh aus dem Weg. Was haben wir denn hier? Drohnen, Drohnen. Und nur Mist. Raider Power Helm. Raider Power Torso. Käferrüstung mit Helm. Mal mit so. Gummy Buns. Patronen ist gut. Pulsmine. Irgendwas mit einer Luftbremse. Panzer möchte ich gern mitnehmen.
schön. Irgendwas stand da. Haben wir noch eine. An diesem Schuss. Da kann man auch rein. Irgendwie. Irland überlebensfähig. Perfekt. Das ist gut. 5 Heilung durch Frucht und Gemüse. Nehmen wir mit. Nein, nein. Die Civilization ist untergegangen. So. Das war auf jeden Fall die Riptide, auch nicht schlecht. Da waren wir, glaube ich, auch schon. Da waren wir noch. Cambridge Polyps. Da müssen wir auch noch mal rein, ne? In die Fabrik da. Dann gehen wir da als nächstes noch mal hin. Dann haben wir Cambridge, glaube ich, abgeschlossen. Reinkommt. Da wahrscheinlich. Cambridge Polymer Labor Labs Büros. Man weiß nicht. Man weiß es nicht. Willkommen in den Cambridge Polymer Labs. Die Forschung bietet viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Sollen wir mit Ihrer Bewerbung starten? Klar. Klar, bin dabei. Beginnen wir das Gespräch. Aufgrund von erhöhtem Personalbedarf haben wir den Einstellungstest entsprechend verkürzt. Frage 1. Konnten Sie schon Erfahrung mit Polymersynthese sammeln? Braucht mich. Ihr braucht mich doch sowieso. Also reden wir mal Tacheles. Berechne Testergebnis. Ich kann Ihnen eine Stelle als Finanzkoordinator anbieten. Viel Spaß beim wortreichen Feilschen um militärische Gelder. Möchten Sie vor Beginn Ihrer Arbeit im Labor eine Einweisung erhalten? Klar. Klar. Warum nicht? Wunderbar. Bitte setzen Sie sich, dann beginnen wir mit der Präsentation. Die Cambridge Polymer Labs sind aus der Forschungsarbeit einer Gruppe brillanter Studenten entstanden. John Elwood, Erica Woolum und Wilfred Bergman trafen sich während ihrer Zeit am CIT. Dieses Bild zeigt sie bei ihrer Abschlussfeier. Ihre Forschung über nukleostriktive und piezoelektrische Polymere erweckte im Herbst 2073 die Aufmerksamkeit von Colonel George Kemp. Im Frühjahr 2074 wurde die Firma mit großzügiger Unterstützung der Defense Experimental Research Project Initiative gegründet. Aus der hier durchgeführten Forschung entstanden mehrere Komponenten für das Liberty Prime-Projekt, mit dem Anchorage erfolgreich verteidigt wurde. Die Firma besitzt eine enge Verbindung zum Militär und heißt sie in ihrem Forscherteam bei der Arbeit für ein besseres Amerika willkommen. Folgen Sie mir bitte ins Labor, damit Sie Ihre Arbeit aufnehmen können. Mitarbeiter erhalten Freigetränke. Bitte beschriften Sie Lebensmittel oder Zigaretten, die Sie im Pausenraum zurücklassen. Also, ja. Wir werden mal gucken, ob es hier irgendwas Nützliches gibt. Das weiß ich noch nicht. Bin auch nicht mehr sicher, ob es ist gut ist, ihr zu folgen.
Mitarbeiter im Bereich Finanzen erhalten einen Anzug, dessen Kosten von ihrer ersten Provision abgezogen werden. Ziehen Sie bitte Ihre Arbeitskleidung an und folgen Sie mir in den Entlüftungsraum. Aha. Sauber gestalteter, ein schmutziger, hellbrauner Anzug. Naja. Das Forschungspersonal wird Sie auf der anderen Seite begrüßen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und willkommen im Team. Gehen Sie in den Entgiftungsraum. Warum habe ich Angst davor? Ich soll Sie davon in Kenntnis setzen, dass Direktor Elmwood aufgrund unerreichter Projektziele Überstunden festgelegt hat. Hier könnte man bestimmt vom Boden essen. Leiterin Dr. Elwood Bulum, um Forschungsanweisungen zu erhalten. Starte die Kontaminierungssequenz. Kontaminierung festgestellt. Leite Dekontaminierung ein. Lol. Dekontaminierung abgeschlossen. Ja, klar. Also wir sollen hier irgendwelche Forschungen abschließen und optional hier draus fliehen. Da ist wohl ein Chemieexperiment außer Kontrolle geraten. Glaubst du? Ich glaube, es waren die Atombomben, die hier eingeschlagen sind. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Polymerabzug. Uninfizierte Probe. Radioaktive Isotop benötigt. Warte mal, wir werden erstmal hier lesen. Systemfehler. Isotopenmenge unterhalb der minimalen Werte. Gerät kann zurzeit nicht benutzt werden. Außentank links keine. Außenreaktank rechts keine. Radioisotop keine. Aktuelle durchgeführte Vorgänge. Reaktor nukleostruktive Auskleidung. Zugeführte Reaktanten scannen, aktuelle Herstellungsmenge überprüfen, geladene Herstellungsmenge ausführen. Start. Pressure Nanogewebedraht 1142. Außenreaktank 1, Lithiumhydrid. Außenreaktank 2, Gold. Aufbringen. Bestrahlungsmuster starten. Isotop gut anreinigen. Okay. Okay. Was steht hier so drin? Perfekt zur nuklearaktiven Auskleidung. Projekthypothese, Wärmeleitung, Zugbelastung in der Falle ganz nah dran. Erste Studien lassen uns davon ausgehen, dass mit dem Tizol, elektrischen Material, Bleititan, Zink und eine Polymer aus Gold und Lithiumhydrid eine lokale Umwandlung von Ionisationsstrahlung in elektrischer Energie möglich sein könnte. Diese Methode der Energiegewinnung ist sehr platzsparend und eignet sich daher gut für die existierenden Powerrüstung der US Army. Eine Hypothese. Wärmeleitung. Erste Tests haben gezeigt, dass die Methode vernünftig ist. Die radioaktive Energieausbeute ist 15 Mal höher als bei aktuellen Fusionsantrieben. Für Fahrzeuge. Leider gibt es noch verschiedene Probleme zu lösen. Die Ionenregung im Gold durch die verwendbare Elektronen erzeugt werden.
erzeugt ein Stau der abgeführten Wärme. Von einem Makrostandpunkt aus dem Betracht ist die Spur unbedeutend. Aufgrund des geringen Scher-Moduls löst sich das Gold im Nanogewebe allerdings unter schweren Belastungen schnell auf. Wir werden versuchen, das Dosierungsmuster des Goldes zu verändern, um dünne Fäden im Material zu erhalten. Die vergrößerte Oberfläche dürfte bei der Ableitung der Wärmeenergie behilflich sein. Im Grunde genommen wie bei einem Kühlkörper. Ah ja. Mit dem neuen Dosierungsmuster konnten wir die durch die Reaktion erzeugte Wärme erfolgreich ableiten. Die Ausbeuteeffizienz ist klein, wenig gesunken, allerdings konnten wir die Haltbarkeit des statischen Materials von einigen Tagen auf mehrere Jahre erhöhen. Obwohl das aus unserer Perspektive bereits ein Erfolgsexperiment ist, erfordern die Projektparameter eine flexible Auskleidung, die an einer Powerrüstung angebracht werden kann. Anscheinend haben wir die Zugbelast durch die Rüstung unterschätzt und das dünne Goldgewebe im Material wird bei massivem Einsatz sozusagen in Fetzen gerissen. Cologne Camp war nicht gerade erfreut und droht, uns den Geldhahn zuzudrehen, wenn wir die versprochenen Ergebnisse nicht liefern können. Also müssen wir zum dickeren Gewebe zurückkehren, um eine andere Möglichkeit finden, das Problem mit der Wärmeleitung zu lösen. Wir sitzen jetzt seit mehreren Tagen im Labor fest und die Spannung nahm zu. Das Team ist uneins und verliert den Zusammenhalt. Die Leute wissen nicht, was draußen vor sich geht und haben versucht unternommen, aus dem Labor zu fliehen. Während ich schlief, konnten sie ein Loch in die dünne Innenwand des Reinigungsraums schneiden. Durch die gehärtete Außenwand sind sie aber nicht gekommen. Will redet mit einigen der anderen darüber, das Problem aus einer schrägeren Perspektive anzugehen. Es hat mich dazu gebracht, über die Wärmeleitung nachzudenken und plötzlich dämmerte es mir. Wenn wir die Dosierungsmuster dahingehend ändern, dass Nanolöcher nicht senkrecht zur Oberfläche, sondern angewinkelt erzeugt werden, könnten wir die meisten direkte auftretenden Partikel reflektieren und nur diejenigen fangen, die schräg auf das Material auftreffen. Wir würden eine niedrige Energieausbeute erzielen, aber die Probleme mit der Wärmeleitung könnte gelöst sein. Tom Mears und ich werden dafür einen Test benötigen, Proben sammeln. Ganz nah dran. Wir konnten die zum Test des neuen Dosierungsmusters benötigten Proben nicht sammeln. Will hat sich in einem Labor verschanzt und versucht, die Verwaltungssysteme zu hacken. Als wir das benötigte U-238 aus dem Isotop eindämmen holen wollten, riegelte er sie ab und Mercy war im Inneren gefangen. Er sagte, er würde die Verteidigungssysteme der Anlage so einstellen, dass es aussehe, als wäre jemand ins Labor eingedrungen. Dadurch wird der Reinigungsraum entriegelt, allerdings aktiviert sich auch die automatische Verteidigung und sieht uns alle als Angreifer. Er will sich dem Weg nach draußen freikämpfen. Aber das ist Selbstmord. Er ist der Einzige im Labor mit einer militärischen Ausbildung. Und wir haben noch nicht mal richtige Waffen. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass wir das Projekt abschließen könnten. Dass wir jetzt die Antwort kennen, aber er weigert sich, Vernunft anzunehmen und glaubt nicht, dass John uns wirklich rauslassen wird. Wir könnten einen Teil der Decke in C1 zerlegen, um in Schweißerdecke entlang zu kriechen. Das bringt uns nicht nach draußen, aber es müsste reichen, um über das Labor zu gelangen, in der Will sich verbarrikadiert hat. Das gefällt mir nicht, aber wir müssen ihm zuvorkommen. Ray Bergman, ich hole uns raus. Ich lasse nicht zu, dass John sich weiter wie ein Tyrann ausführt. Die Isotopsicherung ist fehlerhaft und er lässt uns trotzdem nicht hier raus. Ich habe seine aktualisierte Sicherheitssubproduktion geknackt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich die Kontrolle über die Anlageverteidigungssystem übernehmen kann. Er ist so sehr damit beschäftigt, mich von der Reinraumsteuerung fernzuhalten, dass er ihm vermutlich nicht mal aufgefallen ist, dass ich bei einer Komprimierung der Anlage alle Türen öffne, damit die Roboter hinein können. Wir kämpfen uns den Weg hier raus und dann kümmere ich mich um deinen Mann, Will.
vertraulich. Erika, ich habe dem Team eine Erklärung geschickt, aber du musst wissen, dass wirklich los ist. Bitte erzähl niemanden davon, ich könnte es sonst eine Panik auslösen. Ich habe heute Morgen einen Anruf von Carl Kemp bekommen. Er hat mir gesagt, dass ich das Team im Labor halten soll. Bevor ich Fragen stellen konnte, hat er wieder aufgelegt. Das Geräusch, das ihr von draußen gehört habt, war eine Atombombe. Sie scheint den südwestlichen Teil der Stadt getroffen zu haben. Das Telefonnetz ist überlastet, aber ich habe einen Weg gefunden, Kemps Verbindungsoffizier zu erreichen. Er meint, dass sie nur dann einen Trupp abstellen können, um uns Sicherheit zu bringen, wenn wir wichtige militärische oder geheimdienstliche Informationen besitzen. Deshalb müssen wir das Projekt unbedingt zu Ende bringen. Ich liebe dich und ich weiß, dass du das schaffen kannst. John. Elwood, verpflichten Überstunden. Vielleicht eine Überstunde. Guten Morgen allerseits. Ich weiß, dass ihr alle über Nacht hier wart und sicherlich müde seid. Aber ich muss euch leider bitten, noch etwas länger zu bleiben. Dr. Elwood Wulm meinte, dass ihr kurz vor davor steht, das Problem mit dem Projekt zur nuklear-destruktiven Auskleidung zu lösen. Und ich glaube, dass heute der große Tag sein wird. Neben den normalen Snacks wollte ich euch noch etwas mehr bieten. Da habe ich jemanden zu Soames kam Joe geschickt, um Kaffee und Donut zu holen. Heute Nachmittag basteln wir dann bei Spuckys. Ich habe außerdem einen Anruf von Cole Kemp erhalten, der mich darüber informiert hat, dass heute überall in der Stadt ein Manöver abgehalten wird. Wenn ihr also Panzer oder Schüsse hört, macht euch keine Sorgen, das ist nur eine Übung. Aha, okay, das war die offizielle und das war die vertrauliche. Ah, ja. Okay, wir haben viel gelesen. Bist du sicher, dass du weiter willst? Nö, ich will jetzt umdrehen. Ups, Glas. Esotronik aktivieren. Wer gehört mir? Fand ich auch. Hier war mal Roboter drin. Ganz viel Schrott. Mehr gelesen, eine Information gesammelt, Knochensäge. Also, aha, hier ist das andere. Uninventierte Probe 49. Abschiedsbrief. Alle, die noch da sind, haben versucht, in Beckmans Labor zu kommen, um das Passwort für die Isotopeneindämmung zu erhalten, aber er hat irgendeine Waffe aufgebaut. Erika wurde getötet. Ich habe durch die Strahlung fast alle Haare verloren und ich sehe kaum noch was. Unter keinen Umständen kann ich die Forschung noch selbst abschließen. Daher habe ich beschlossen, dem schnell ein Ende zu setzen. Jon wird sehen uns in der Hölle. Tom Frank. Okay, aber was muss ich jetzt noch rein tun? Das ist doch die große Frage. Brauche ich vorher noch dieses Isotop auch? Das ist die Frage, oder erstelle ich damit ein Isotop? Das ist die Frage. Genau, da müssen wir hoch irgendwann mal, wenn wir hier alles durchsucht haben. Preston, du stehst im Weg, so wie immer.
Irgendwas strahlt hier heftig. Ich glaube, das ist das Ding. Hier ist ein Safe und noch ein Computer. Den Computer schauen wir uns nächstes Mal an. Safe versuchen wir jetzt nochmal zu knacken. Es ist wahrscheinlich einfach gerade, wa? Nicht geschafft. Patrone, Patrone, Patrone. Oh, eine Pistole gehabt. Nein. Rest aus dem Weg. Oh ja. Also. Tür öffnen. Hier ist was. Und dann ist eine Probe 611. Okay. Jetzt haben wir 3 Proben. Hier ist ein Hulu-Band gewesen. Scheiße, was habe ich da jetzt aufgesammelt? Pass auf, was du anfasst. Manchmal reicht eine Berührung, um irgendeine chemische Reaktion auszulösen. Ja, mag schon sein. So, das heißt, diesen Computer werden wir jetzt nächstes Mal öffnen. Doch nicht jetzt. Jetzt. So, dafür braucht keine Zeit jetzt. Oh, hat er eine Pistole gehabt. Was haben wir da aufgesammelt, ist die Frage. Das waren Daten. Nee, das war Inventar. Diverses. Archjab Labor Passwort. Ist das von eben gerade? Nee, Atomic Command. Befehl der Supermutanten. Attachment. Kronkte Baba. Joss Schuleban. Lock SSG Marshall Dairy. Passwort für radioaktive Eindämmung. Das ist es bestimmt, was ich hier gerade aufgesammelt habe. So. Und dann werde ich mich nächstes Mal nochmal damit befassen, ob wir rausfinden, wie wir das zusammen mixen, dass da was Schönes rauskommt. Und, dann sei an der Stelle aber auch wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.